Es ist wieder soweit, wir packen Geschenke aus. Also meine, also ich packe meine Geschenke aus. Hallo ihr da draußen, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen. Ich bin vollkommen im Arsch, ich komme nämlich gerade vom Schwimmen. Aber ich dachte mir, jetzt muss ich noch schnell das Video aufnehmen, weil sonst komme ich in der Woche zu nichts. Und jetzt kommt mein Lieblingsformat, Fanpost auspacken. Yay! Fanpost aus dem Juni und auch so teilweise Juli. Zuerst natürlich muss ich hier wieder eine Latte entfernen von der Pinnwand. Und während ich das mache, erzähle ich euch, dass es demnächst viele Fantreffen geben wird. Und zwar werden wir uns in Braunschweig treffen zum CSD. Wir werden uns in Kappeln treffen. Denkt man sich auch, was ist das denn? Und selbstverständlich werden wir uns auch auf der Gamescom treffen, ganz klar. Und auch in Amsterdam. Wow, Jungsfragen International. Da ich dazu jetzt noch keine weiteren Infos habe, guckt ihr bitte wie immer fleißig in den Jungsfragen-Kalender. Hier, ne, das kann ich immer nur wieder sagen, schaut da regelmäßig rein, weil ich dort auch immer wieder Dinge aktualisiere. Das sind ja alles so Sachen, die ich nach und nach einfüge. Wenn ich nämlich weiß, ich bin dann und dann da, dann trage ich das auch ein. Manchmal schreibe ich auch ein, eventuell Bandtreffen, und das wird dann irgendwann zu einem definitiven Bandtreffen und so. Also Jungsfragenkalender immer reinschauen. So, und jetzt mache ich das hier alles ab und dann geht's sofort los. Es ist einiges zum Auspacken da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Briefe und ein großes Paket. Ich, alte Drama Queen, pack das Paket natürlich zum Schluss aus. Wir fangen mal an mit was Hellem, und zwar diesem gelben Umschlag. Der ist von Mario. Also er schreibt oben drüber ganz vorbildlich, kann vorgelesen werden. Vielen Dank für die Info, das ist sehr wichtig, wie ich es ja auch immer sage. Und das, den kompletten Brief zeige ich euch noch nicht, aber er hat oben die Jungsfragenlampen drauf gemalt. So, und er schreibt: Hi Ben, erstmals will ich mich dafür bedanken, dass du so tolle, interessante, lustige, aber auch lehrreiche Videos für uns machst. Ich bin vor gut 1,5 Jahren das erste Mal gesehen. Okay. Ich bin durch das weiße Pickel am Penis Video auf dich gestoßen. Du hast mir sehr viel Angst genommen, denn diese Pickel habe ich selbst auch. So gut wie jeder Mensch. Ne? Wenn ihr nicht wisst, welches Video er meint, da reingucken. Seit jenem Tag schaue ich deine Videos aktiv. Ich habe sogar Merch von dir bestellt. Vielen, vielen Dank, ey. Der neue Merch, ne, hier mit Pride und sowas, ne, der geht echt gut. Also ich habe auch Merch für alle möglichen Leute, zum Beispiel auch hier so Cappies, ne, wo ist das normal vorne drauf steht. Aber ich habe eben, ja, da, ihr seht es ja selber. Bleib so, wie du bist, behalte deine super Lache und hab einen schönen Tag. Liebe Grüße aus der Schweiz. Und jetzt hat er noch ein Selbstporträt gemalt und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Da ist es. Sein Selbstporträt. Atomare Eichel taufe ich es. Also Mario, ich hänge dich sehr gerne an die Pinnwand. Vielen Dank für deinen Brief. Nächster Brief ist von Fabienne, nehme ich an. Ah, der ist von Fabian. Also ich weiß nicht, ob ich es vorlesen darf oder nicht. Es steht nicht dabei. Ich mach mal so weit, wie es geht. Hallo Ben, ich finde, du machst echt coole Videos, die echt witzig, aber auch informative sind. Ich wünschte, sowas wie von dir und Chris Kiss, Shoutout an Chris Kiss, hätte es schon damals gegeben, als ich 14 war. Nun zu meiner Wenigkeit, Achtung, langer Text. Ich schreibe dir diesen Brief, da du keine E-Mails mehr annimmst. Ja, das ist richtig. Ich nehme keine E-Mails mehr an, weil ich derzeit noch immer über 900 unbeantwortete E-Mails habe. Und ich komme überhaupt nicht zum Beantworten. Und es ist eh mehr dasselbe. Ich überfliege das mal gerade. Okay, also er ist ein bisschen traurig, dass er noch nie eine Freundin hatte und sowas. Und ja, da kann ich tatsächlich dir keinen großen Rat geben, weil ich dich nicht kenne, ich weiß nicht, wie du bist und so. Und wenn du weiterhin so Flirt-Tipps und sowas brauchst, dann bist du beim Chris Kiss halt wunderbar aufgehoben. So Flirt-Tipps oder auch allgemein so psychologische Sachen beantworte ich auf gar keinen Fall, weil das wie so ein Wespennest ist, in das man reinfassen kann. Und deswegen mache ich das nicht. Aber vielen Dank auch für deinen Brief. Ich hänge auch dich an die Pinnwand. Nehmen wir mal das von hier unten. Das habe ich nämlich bei einem Fantreffen bekommen. Das ist von der Jana. Und die Jana, die hat mir diesen Brief beim Fantreffen auf dem CSD in Köln gegeben und hat das gemalt. Ist das nicht geil, ein Alpaka? Und Jana schreibt: Lieber Ben, erstmal vorab, ich liebe deine Videos, die du mit deiner lockeren Art sehr gut rüberbringst. Vielen Dank. Ich habe echt einiges mit deinen Videos gelernt und dafür wollte ich mich einfach mal bedanken, denn dadurch kann ich im Sexualkundeunterricht gut mitmachen und zum Unterricht beitragen. Aber abgesehen von deinen Videos bist auch du
bist du auch so ein echt lockerer, cooler Typ, der sehr tolerant ist und seine Meinung sehr selbstbewusst und authentisch vertritt. Vielen Dank. Jedenfalls wirkt es so. Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Außerdem schätze ich an dir, dass du deine erwachsene Reife und dein Wissen mit einer jugendlichen Leichtigkeit kombinierst. Du hast, by the way, eine geile Lache, aber das weißt du ja sicherlich. Lieben Gruß, Jana. PS, ich hoffe, dass dir die Zeichnung deines Lieblingstieres gefällt. Ja, absolut. Jana, nochmal vielen Dank. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier falte, damit das auch gebührend an der Pinnwand zu sehen ist. Dieser Brief ist vom Yannick und er hat groß drauf geschrieben, Fanpost. Sehr gut. Jetzt gucken wir, was er denn geschrieben hat. Hallo Ben, du darfst alles vorlesen, nur das mit orange markierte bitte nicht. Alles klar, Yannick, das ist sehr eindeutig. Vielen Dank für diese Information. Los geht's. Ich möchte dir mit diesem Brief ganz, ganz dolle Danke sagen. Wofür? Ganz einfach. Danke dafür, dass du dich mit dem großen Thema Sexualität beschäftigst und so viele Leute so unterhaltsam und doch glaubwürdig aufklärst. Das kommt in der Schule einfach zu kurz. Dafür bin ich da. Vielen Dank für dieses Kompliment. Zumindest war es bei mir so. Bei mir damals war es genauso. Und ich höre das auch ganz oft von euch, irgendwie Sexualkundeunterricht oder Bio wird im Bio einfach schlecht gemacht und so. Dann freue ich mich, dass ich euch da helfen kann. Wir haben in Bio damals einen Test zu dem Thema geschrieben. Es kam alles drin vor, auch im Unterricht, nur nicht das für mich Wichtige. Den Test habe ich übrigens mit einer 4- zurückbekommen. Welcher Schwule muss sich schon mit Vaginas auskennen? Ist echt so, oder? Also ich meine, es hilft ja, den Körper allgemein irgendwie zu kennen. Aber klar, wenn du da natürlich eine ganz andere Priorität hast oder eine sexuelle Orientierung hast, dann sind dir natürlich, ist natürlich so eine Scheide auch ein bisschen egal. So wie es bei einer Lesbe wäre. Eine Lesbe würde sich auch denken, wozu muss ich denn irgendwas über so einen scheiß Schwanz wissen? Weiter geht's. Das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt. Nie Spaß, hä? Ich bin schwul. Ach so, dass ich das so offen auch sagen und nicht nur schreiben kann, habe ich zwei Personen zu verdanken. Zum einen wäre da, oh Wunder, der Ben von den Jungsfragen. Oh, das ist richtig cool. Und das freut mich immer mega, wenn ich merke, dass ihr durch meine Videos den Mut habt, euch zu outen, also zu euch selber zu stehen. Jedes Mal, wenn ich das lese, ist das so ein kurzer Herzaussetzer. Ach, das ist immer richtig schön. Dank dir weiß ich heute mit fast 20 Jahren, was es heißt, auf Jungs zu stehen und wie krank, abnormal, zum Tode verdammt ekelhaft und nicht zu vergessen, wie vererbbar das ist. Hashtag Ironie. Du hast mir den Mut gegeben, zu mir selbst zu stehen. Danke sage ich in diesem Zuge auch an Maurice, meinen besten Freund, der von vornherein hinter mir gestanden hat. Oh. Außerdem ein riesiges Danke an dich, weil du mir mit jedem einzelnen Wort in deinen Videos neuen Mut machst und ich anschließend immer bestens oder zumindest besser gelaunt bin als vorher. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es mich ohne dich und deine Videos heute nicht mehr geben würde. Eieiei, das ist aber ein sehr, sehr starker Satz. Aber man soll ja das Positive sehen. In dieser Zeit habe ich Maurice kennengelernt, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Allerdings mag er Mädels wohl lieber. Ich könnte das jetzt ewig weiterführen, aber das würde den Rahmen sprengen. Beste Grüße, Yannick. PS, du bist der Beste. Und noch der obligatorische Pimmel daneben gemalt. Yannick, vielen Dank, ey. Und das, was du gesagt hast, das sind harte Worte. Und wenn das wirklich so war und unter anderem ich dafür verantwortlich bin, dass es dich noch gibt. Oha! Vielen Dank. Und von euch anderen, die irgendwie gerade ein bisschen so drauf sind, dass, ob sie nicht wissen, ob es weitergeht oder nicht. Es geht weiter, definitiv. Es geht immer weiter. Vielleicht müsst ihr bloß mal die richtigen Leute kennenlernen. Der nächste Brief ist von Svenja, keine Ahnung, ist nass geworden, sehe ich nicht, wir schauen mal rein. Ja, von Svenja und Svenja hat mir dieses Foto mitgeschickt von mir vom CSD. Da habe ich ja in die genau richtige Kamera geguckt, wa? Okay, so, und was schreibt Svenja denn? Brief nicht laut vorlesen, alles klar. Ich lese ihn mal schnell für mich selber. Svenja, Mensch, vielen, vielen Dank für das Bild, auch dich hänge ich an die Pinnwand. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen mit den Briefen verzählt. So, hier ist jetzt von keine Ahnung was. Es ist eine Postkarte. Ja, ich weiß nicht, steht kein Name drauf. Aber die Postkarte sieht so aus. Und hinten steht drauf, also ist das normal? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Was das zu bedeuten hat.
Der vorletzte Brief ist von Leon und Leon schreibt: Du darfst alles laut vorlesen, schreibt. Hallo Ben, ich heiße Leon M13 und finde dich mega geil. Naja, das erste Video, was ich gesehen habe, war nicht die Taschenmuschi, sondern Trommelwirbel, steht hier, Trommelwirbel, das Kondom korrekt benutzen. Ich habe eine Frage. Als ich das erste Mal am Strand war, hat der Sand mir einen Teil der Harnröhre, also die Hälfte, zugeklebt. Das war ganz schön, also ganz schön viel. Oder, ne, ist auch egal. Und hat sehr wehgetan. Nach ein paar Tagen hat es nicht mehr wehgetan. Und in der Mitte des Hodensacks war es blutig. Das war jetzt circa 3 Jahre her. Und vor ein paar Wochen ist die zugeklebte Hälfte der Harnröhre gerissen. Aber weggetan hat es nicht. Wahrscheinlich wehgetan. Nun zu meiner Frage. Wie kann man sich schützen, dass das nicht mehr passiert? PS, du hast die beste Lache, die es gibt. PPS, schöne Grüße aus Niederlande am Strand, wenn du das liest. Ganz ehrlich, also die Hälfte deiner Harnröhre zuzukleben, das wäre ja dann mit auch rein und so, ne? Du meinst wahrscheinlich nur vorne diesen kleinen Harnröhrenausgang. Normalerweise ist der Sand ja dann weg, wenn man einfach mal pinkeln geht. Also ich kann mir nicht so ganz vorstellen, was du da gemacht hast. Und dass es dann irgendwie am Hodensack so ein bisschen geblutet hat, das kann natürlich auch durch den Sand kommen, weil wenn du dann da Sand hast und dich da nicht abgewaschen hast und dann ziehst du die Unterhose wieder an oder du hast eine enge Badehose an, dann kann das ja da auch alles so ein bisschen scheuern und so, ne? Aber jetzt ist ja alles gut, ne? Wie ich sehe, ah nee, der zugeklebte Hälfte der Harnröhre ist gerissen. Da weiß ich überhaupt nicht, was du meinst. Und da wäre es vielleicht dann echt mal ganz clever, zum Arzt zu gehen, wenn da irgendwas gerissen ist. Ne? Also so ganz kann ich mir das nicht erklären, was du da hast. So, jetzt zeige ich euch noch, was er gemalt hat. Ah, man kann es kaum sehen, weil es so hell ist. Hier ist das Jungsfragen-Logo, die Lampen. Und hier hat er 2 Pimmel gemalt. Einmal so einen kleinen, da hat er geschrieben, meiner. Und dann hat er einen unfassbar langen und daneben Ben geschrieben. Ja, jetzt weiß ich nicht, was er geträumt hat oder was der für Drogen genommen hat. Oder woher er das weiß. Aha. Und der letzte Brief ist vom Jonas. Kann vorgelesen werden, schreibt er, und er schreibt: Hi Ben, hier ist Jonas, hier nochmal ein Brief, aber keine Sorge, die nächste Zustellung wird ein Paket sein mit irgendeinem Inhalt von Harry Potter oder so. Was ich dich noch fragen wollte: Wenn ich etwas über deine Amazon-Wunschliste bestelle, wird es gleich zu dir geliefert oder erst zu mir und dann schicke ich es zu dir? Nee, das wird, wenn ihr über meine Wunschliste was bestellt, wird es direkt an mich gesendet, das heißt, ihr habt da überhaupt keinen Stress mehr mit. Natürlich wäre es jetzt nicht das teuerste Harry Potter-Geschenk, aber ich denke, beziehungsweise ich hoffe, es wird dir trotzdem gefallen. Leute, ich sag euch immer, ich brauche keine krassen Geschenke. Ich freue mich über alles. Ein Brief ist auch mega cool. Und wenn ihr dann das Bedürfnis habt, mir irgendwas zu schenken, dann macht das gerne. Das muss aber auch nicht teuer sein und sowas. Aber, und das habe ich auch schon im letzten Fanpost-Video gesagt, denkt bitte dran, dass wenn ihr mir irgendwie so Deo oder Duschgel oder irgendwie sowas schickt, ich habe meine Düfte, meine Pflegeserie und so, das habe ich für mich alles schon entdeckt. Und wenn ihr mir dann irgendwas anderes schickt, was ich nicht benutze, dann ja, gebe ich das halt auch einfach weg, ne? Wenn ihr mir was schenken wollt, was ich auch gebrauchen kann, dann orientiert euch an der Amazon-Wunschliste gerne. Ich weiß, da sind sauteure Sachen drin, keine Frage, aber da habt ihr zum Beispiel, da habe ich auch reingeschrieben, welches Deo ich zum Beispiel benutze. Und wenn ihr dann mir unbedingt irgendwie was Deo-mäßiges schenken wollt, dann guckt ihr einfach da rein und schickt mir das zu. Oder da steht drin, welches Duschgel oder welche Rasiercreme oder irgendwie so, ne? Und dann schickt mir das, wenn ihr denn überhaupt so viel Geld ausgeben wollt. Eine Frage hätte ich noch, und zwar: Wenn ich deine Anreise und Übernachtung, eventuell 2 Tage, zahlen würde, dürfte man dann mit dir noch Aktivitäten buchen wie Go-Kart fahren oder so, was ich auch zahlen würde, oder willst du dann nach dem Bandtreffen dein Privatleben weiterführen? Und dann schnell wieder nach Hause. Naja, ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Ich melde mich dann aber bald mal wieder. Bis irgendwann. Dein Jonas aus Chemnitz. Also Jonas, das ist natürlich sehr, sehr krass, wenn du tatsächlich so ein Bandtreffen finanzieren willst. Und ich muss jetzt aber auch so ein bisschen aus Selbstschutz sagen, wenn mich irgendwer tatsächlich zu irgendeinem Bandtreffen einladen will, also das Bandtreffen finanzieren will, sehr, sehr gerne. Ich bin dann aber kein gekaufter Mensch, mit dem man dann noch irgendwie groß Zeit verbringen kann. Da muss ich mich selber schützen, und das wäre auch tatsächlich ein bisschen komisch, wenn man da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, ne? So, jetzt hänge ich dich auf und dann kommen wir zum Paket. Dieses große Paket ist von der Annika. So, und sie schreibt auf das Paket schon: Vorsicht, Sachen können kaputt gehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alter, dein... Oh nein, jetzt ist alles rausgefallen. Dein Ernst? Oh! Das habe ich bekommen.
Oh, I love it jetzt schon. Oh, bist du süß. Ah, so, und jetzt hat sie aber das ganze Paket noch voller gepackt. So einfach und beschützt das. Also, wir fangen hiermit an. Sie schreibt drauf, Vorsicht, vorsichtig auspacken. Okay, ist das geil. Ich weiß leider nicht, wie das heißt, aber das sind diese Kügelchen, die man dann danach bügelt oder so, glaube ich. Ne? Da hat sie die Regenbogenfahne gemacht und Proud dazu geschrieben. Ah, ein Brief und da steht drauf, erst lesen, dann vorsichtig auspacken. Ja, der Brief war bloß so tief da drin vergraben, dass ich den nicht gesehen habe. Gut, dann lesen wir halt jetzt. Also, es sind zwei Zettel. Auf dem ersten Zettel hat sie hier schön in Pixel Art Jungsfragen geschrieben. Ich bin ja so alt, ich habe ja tatsächlich früher echt noch Pixel für Pixel selber gemalt im Malprogramm. Boah, waren das Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich es vorlesen darf. Ich mach's einfach mal. Hey Ben, ich wollte dir schon so lange auch mal ein Paket schicken. Nun habe ich es endlich auch mal geschafft. Als ich eines Tages krank und mit Langeweile auf YouTube unterwegs war, bin ich bei deinem Videos Kochen fürs Date hängen geblieben. Und ja, deine Kochvideos sind mega genial. Auch wenn mal was schief geht. Gehört zum Kochen eben dazu. Ja, das ist wohl richtig. Deine Videos sind sehr informativ und lustig. Da kann es einem ja nur besser gehen, wenn man dich schaut. Du warst mir auf Anhieb gleich sympathisch, dass ich mir gedacht habe, dem coolen Dude muss ich erstmal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ich keine Videos verpasse. Vielen, vielen Dank. Nun schaue ich regelmäßig deine Videos und das, obwohl ich weiblich bin. Das ist völlig in Ordnung. Jeder darf zugucken. Und ja, ich weiß, bei dir auf dem Kanal ist jeder willkommen. Siehst du, wie ich es gesagt habe. Ich finde es mega nice, für was du dich alles einsetzt. Richtig cool finde ich deine Videos, wo du singst. Du hast echt eine tolle Stimme. Vielen Dank. Naja, über deine Lache sowie dein charmantes Lächeln brauche ich ja nichts zu schreiben. Das finde ich wie alle anderen extrem cool, lustig und ansteckend. Hoffentlich gefallen dir die kleinen Aufmerksamkeiten. PS, nimm die Packungen bitte nicht zu ernst. Hast du sowas? Kannst du aussprechen. Kann ich nicht lesen. Mach ich auch nicht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit YouTube. Auf dass du es auch lange durchhältst. Mach weiter so. Liebe Grüße, Annika. Annika, Mensch, vielen Dank schon jetzt. Und jetzt packen wir weiter aus, wa? Oh, Alter, ernsthaft. Wie kann man denn so kreativ sein? Boah. Auf jeden Fall habe ich genug Küchenpapier jetzt wieder. Alter, what? Ein Hufflepuff-Schild. Wie krass bist du denn, Annika? Ey, du da... Boah. So, zwei Geschenke sind noch drin. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Also ich freue mich natürlich, keine Frage. Aber viel zu viel. Alter. Ich habe Harry Potter Aufkleber bekommen. Und einen kleinen Schutzengel für den 5. April. Weil ich nämlich am 5. April Geburtstag habe. Und da steht drauf, der 5. April ist ein ganz besonderer Tag. Cool, vielen Dank. So, letzte. Und da stand ja im Brief, ich soll das viereckige Paket nicht zu ernst nehmen. Da ich aber ein sehr selbstironischer Mensch bin, komme ich damit, glaube ich, sehr klar. Und wieder diese Süßigkeitenpillen, diese Süßigkeitenmedikamente. Einmal Urlaub extra, der kleine Urlaub für zwischendurch. Und jetzt weiß ich, warum ich es nicht zu ernst nehmen sollte. Anti-Alterungspillen. Geburtstag ist noch lange kein Grund, älter zu werden. Alter, das stimmt. Ah, Smarties. Sehr lecker. So, und was kann Urlaub extra? Wie schmeckt Urlaub extra? Ah, verrückt. Dieselben Pillen. Könnte fast schon Homöopathie sein. So zuckrig, wie die sind. Könnt die ganze Tüte fressen. Geil. Wirklich mega, mega cool. Vielen Dank für die ganze Mühe. Ich und das Jungalpaka und das Altalpaka bedanken uns ganz recht herzlich wieder bei euch. Vielen Dank, dass ihr immer so toll an mich denkt und mir so tolle Sachen schickt. Das ehrt mich wirklich sehr und ich bin jedes Mal gerührt. Und ja, ich sag gar nicht mehr, oder? Hier diesen ganzen Bums mit Abonnieren und anderen Videos gucken, das kennt ihr ja eh. Vielen Dank euch. Ohne euch gäbe es die Jungsfragen nicht. Das dürft ihr nie vergessen, ne? Wenn ihr sie nicht gucken würdet, würde ich sie nicht machen. Also, vielen Dank. Macht's gut, auf bald.